Okay Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Es geht einfach mal weiter und wir betrachten uns jetzt einfach mal, wie das jetzt weitergehen wird. Ach, da seid ihr, ihr Missgestalten der Natur. Ja, kommt mal her. Okay. Ach. Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab so jetzt schon keinen Bock mehr. Und in den Türen links gibt es nichts, das weiß ich. Da ist Munition, Leben für mich. Dies ist, was ich gerne mitnehme. Und gleich kommt wieder dieses komische. Wieso ziehen die so viel ab, diese Missgeburten der Natur? Mann. Ach, wenn ich jetzt schon das sehe, habe ich keinen Bock mehr. Okay. Ich weiß, was jetzt kommt und darauf habe ich keinen Bock, deswegen werde ich jetzt speichern. Okay, Mann, diese Gesichter. Das sind die größten Hurensöhne. Meine Fresse nochmal. Es hat so lange gedauert, um die umzubringen. Meine Fresse. Ich hoffe, ihr habt euren Glück hier. Also ich habe die Gesichter jetzt getötet. Und ich bin zufrieden damit. Ich habe keinen Bock mehr. Kapitel 13. Die Tür ohne Klinke. Die Musik klingt schon geil. Gibt es hier für mich nichts oder was? Oh, da glitzert was Schönes. Okay. Ich weiß schon vom Passwort von dem hier. Warte, so ist am schnellsten. Das Passwort ist Fate. Yay! Jetzt hat es eine Klinke. Sonst müssten wir wieder diesen Weg, ganzen Weg zurückgehen und das zu machen, aber zurück weiß ich ja, was hier alles ist und das sieht immer noch klein. Und hier? Das nehme ich doch gerne mal mit. Immer noch rot, aber wenigstens sicherer. Und da ist auch noch Leben für mich. Heute sind die ganz großzügig hier. So muss es sein. Okay. Damit haben wir das auch schon gelöst. Wir können ja so gesagt straightforward durch die Tür eigentlich. Die Tür da hinten. Okay. Oben.
Kommt ihr noch raus, ihr Missgeburten der Natur? Ich hab doch gesagt, dass einer von denen rauskommen will. Weißt du was? Ich scheiß auf euch. Hä? Achso, ihr seid da hinten. Willst du nicht ein bisschen spielen mit mir? Komm zu Daddy. Scheißteil. Gibt's hier wohl eine Map? Schau mal besser mal nach. Ich glaube hier eher nicht. Ich glaube einen Raum weiter. Schade. Soll ich mir dieses Wort hier merken? Ach ja. Hab ich mir extra hier alles aufgeschrieben, ja. Okay. Warte, ist irgendwas hinter mir? Nee. Good evening. I'm Karina Phillips reporting from Redmore News. Our top story tonight. A 30-year-old woman was found shot dead in her home last night. Police were called to the scene after neighbors reported hearing gunshots from the home. Officers arrived at the scene to find an armed gunman standing over the victim's body. The confrontation resulted in the police firing gunshots, injuring the suspect. Officers found the victim's 8-year-old daughter unharmed in the home. They believe she may have witnessed the killing, but police are still investigating the scene. After the burn. Ich bin jetzt mir hundertprozentig sicher, dass ich der Killer bin. Was bin ich nur für ein krankes Schwein, das seine eigene Frau umbringt? Och man. Ganz ehrlich, wie kann man nur so drauf sein? Vielleicht hat die Frau ja auch was angestellt, kann ja auch sein. Aber trotzdem. Egal was wir. Okay, das sage ich lieber nicht. Ich habe auch eine bestimmte Sorte Mensch, die ich gerne umbringen würde. Eine ganz bestimmte Sorte. Beispiel Vergewaltiger? Nein, Kinderschänder, keine Ahnung warum. Ich mir diese Vorstellung daran denke, dass mein Kind irgendwie jetzt von einem Typen gerade, ihr wisst schon was, gemacht wird. Wo kommen diese Geräusche? Ach so, von da kommen die.
da auch, oder was? Ist die Tür verschlossen? Ich hoffe mal. Nein, ist sie ja nicht. Kann ich durch diese Tür hier? Nope, okay. Oh, ich muss einen Cut machen. Okay, Leute, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ihr wisst ja noch, wo die Nachrichtensprecherin war. Und ja, ich habe die ganzen kriechenden Viecher hier getötet. Offscreen, weil ich euch das nicht zeigen wollte. Da war die Karte für diesen Dungeon, Stage, und ich habe die nicht geholt. Scheiße. Und jetzt muss ich ohne Karte jetzt spielen, weil ich es auch versucht habe, das zu rollen. Und nee, damit kann ich nicht. Einmal verpasst, immer verpasst. Ich muss schleunigst irgendwas tun für mein Leben, weil ich sonst hier abkratzen werde. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.